Rolf, grüße dich. Hallo Andreas. Rolf, wir werden in wenigen Wochen auf der Messe, auf einer wieder Präsenzmesse sein, so sie denn stattfindet, auf der L&D Pro Personalmesse. Ja. Rolf, wie bereiten wir uns vor auf diese So wie wir es unseren Kunden empfehlen. Messe? Das Erste ist für mich immer, was ist das Ziel der Messe? Möchte ich verkaufen oder möchte ich Kontakte haben? Das zweite ist, habe ich ein Follow-up? Also, was kann ich nach der Messe nutzen, um mit dem Kunden in Kontakt zu treten, um ihm einen Mehrwert zu bieten? Und dann für mich eins der größten Themen in der Messevorbereitung: Papier verkauft nicht. Papier nimmt auch kaum jemand weg. Ich habe viele Jahre die IAA als Aussteller mit begleitet, über die Tonnen an Papier, wenn man die Messe verlassen hat, die man rübergeklettert sind, die einfach nur wegfliegen. Meine Empfehlung ist immer ein, zwei Hefte, die sollen Interesse wecken. Und was möchten man? Man möchte die Kontakte. Das heißt also, die Adresse zu bekommen, um danach in Kontakt zu treten, ihnen das Material zuzuschicken. Machen Sie es dem Besucher der Messe leicht. Und andererseits, einer der größten Fehler, was ich immer wieder bei den Messetrainings erlebe, ist, wir sollen 100 Kontakte mitbringen. Okay, Sie sind zwei Mitarbeitende? Ja. Wie viele Stunden Messe haben Sie? Na, vier. Und wir sollen auch noch zwei Workshops besuchen. Mit wie vielen Menschen können Sie pro Stunde Kontakt aufnehmen, um einen Erstkontakt hinzubekommen? Naja, 5 Minuten. Okay, 10 Kontakte die Stunde, wenn Sie aktiv ansprechen, sind, wenn Sie wirklich durchackern, 40 Kontakte in den 4 Stunden. Und dann sind Sie platt. Es wird häufig nicht sauber berechnet, was möglich ist. Wenn Sie das Gespräch noch nachbereiten wollen, aufschreiben. Ich persönlich sage immer, wenn man pro Stunde auf 4 bis 5 qualitative Kontakte kommt, ist an sich eine Messe schon erfolgreich. Aber das ist für mich Messevorbereitung, den Stand nicht zuzubauen. Messebauer bauen wunderschöne Stände und dann stehen die Mitarbeiter hinterm Tresen und verstecken sich. Niemand wird sie ansprechen. Sie müssen schon rausgehen. Unsere Lieblingsidee, die wir selber umgesetzt haben, mehrfach ist, machen Sie eine große weiße Wand auf Ihrem Messestand und lassen das von Kindern bemalen. Mehr Aufmerksamkeit haben Sie auf Ihrem Messestand noch nie bekommen. Sie glauben gar nicht, wie schnell Menschen kommen, um Wände zu bekritzeln.